Das hier ist deine letzte Chance auf 10 Euro Roblox-Guthaben. Falls du noch nicht weißt, was los ist, nehme ich dich mal kurz mit. Das hier ist meine Speedrun-Obby, ausgestellt vom Club Based, in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du 10 Euro Roblox-Guthaben haben möchtest, musst du in dieses Spiel reingehen. Und noch rechtzeitig, bis Donnerstagnacht, jetzt wo ich aufnehme, steht hier noch 3 Tage. Wenn ihr das hier seht, habt ihr noch weniger Zeit. Hier einen Speedrun-Rekord aufstellen. Um den Rekord aufzustellen, einfach mal kurz durchlaufen. Hier, das ist ein Teleporter. Hopp, hopp, hopp. Nichts berühren, was leuchtet. So. Da. Da geht's gerade vollkommen crazy, aber wir laufen einfach gerade durch. Hopp, hopp. Und dann einfach einen Rekord aufstellen. Das war jetzt kein Rekord, aber alles, was du machen musst, um einen Rekord aufzustellen, ist, wie der Conny hier schon sagt, hol deinen kostenlosen Privatserver und joine so oft neu, bis du eine kurze Obby bekommst. Und derjenige, der bis Donnerstagnacht, also bis der Countdown hier oben abgelaufen ist, den Rekord in dieser Speedrun-Obby auf diesem Leaderboard hier hält, der bekommt von mir 10 Euro Roblox-Guthaben. Vielleicht verteile ich auch an den zweiten und dritten Platz noch ein bisschen Guthaben. Das hängt davon ab, ob die in der Gruppe sind. Und selbst wenn du es nicht schaffst, den Rekord aufzustellen, wäre es ja ganz cool, hier auf dem Leaderboard zu sein, weil das Leaderboard, das bleibt natürlich auch nach dem Contest erhalten, genauso wie das Leaderboard vom ersten Contest hier. Da werden dann hier 2 Leaderboards stehen, wo dann alle Top 100 der letzten 2 Contests dann stehen werden. Und falls du vorhast, jetzt nochmal den Rekord zu brechen, gebe ich dir nochmal ein paar Tipps, die ich bei einigen Leuten falsch gesehen habe. Wie ihr seht, gibt es hier schon Rekorde, die sind unglaublich gut. 4 Sekunden und ich kann euch sagen, diese Rekorde sind legit. Ich habe vor ein paar Tagen neue Stages hinzugefügt, die halt richtig krasse Abkürzungen möglich machen. Und was die für eine Abkürzung hier genutzt haben, zeige ich euch einmal. Und zwar, indem ich mir das Replay hier angucke. Und da seht ihr, das war die Obby, die er machen muss. Einfach geradeaus, runtersprengen und rein ins Ziel. Der Rest hier war komplett unwichtig, weil ich halt neue Stages hinzugefügt habe, die solche Abkürzungen möglich machen. Und hier seht ihr sogar 3 der neuen Stages, die wirklich kurz nachdem ich sie released habe, hier auch zum Einsatz kamen. Also es ist durchaus möglich, jetzt noch den Rekord zu brechen, weil das hier ist wirklich ein paar Stunden passiert, nachdem ich die neuen Stages veröffentlicht habe. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber ihr müsst euch beeilen. Donnerstagnacht ist der Countdown abgelaufen und dann bleibt das Leaderboard so, wie es ist. Die Gewinner werden übrigens am Freitag dann von mir ausgelost. Ich werde vielleicht einen Livestream davon machen, wie ich mir dann alle Replays angucke, die Cheater aussortiere und dann haben wir das endgültige Leaderboard. Und wahrscheinlich werde ich am Samstag in einem Community-Beitrag dann zeigen, wer gewonnen hat. Vielleicht schaffe ich es auch schon Freitag. Muss ich gucken. Ich musste auf jeden Fall arbeiten. Deswegen mal schauen. Und ihr solltet übrigens nicht nur einen Privatserver holen und den so oft neu starten, bis ihr eine gute Obby bekommt. Ihr solltet euch auch einen Privatserver holen, damit euch keine anderen Leute nachjoinen und euch dann auch noch den Rekord auf eurer guten Obby, die ihr euch erarbeitet habt, einfach wegnehmen. Weil das ist hier passiert. Die ersten 4 Plätze sind alle auf derselben Map entstanden. Warum? Weil diese Map hier einfach auf einem öffentlichen Server zu finden war. Dann sind alle nachgejoint, haben sich alle den Rekord geschnappt und es ist halt nur der oben, der es am längsten probiert hatte, deren Zeiten noch zu toppen. Also wenn ihr nicht wollt, dass euch euer Rekord geklaut wird, holt euch einen Privatserver. Die sind kostenlos. Und denkt auch drüber nach, mal hier ein bisschen was zu donaten, weil das unterstützt mich sehr dabei, auch am Ende wieder Robux zu verschenken. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt beeilt euch. Bis dann und ciao!